time to play the game. Time to play the game! Hier ist Gefahr. Anders als vorher. Ich spüre sie und werde bei dir sein. Werde dir sagen, was zu tun ist. Anders als zuvor. Also keine Mutanten, keine Geister, keine Menschen. Ich glaube, Geister war ich ziemlich gut dabei. Du spürst sie auf. Mach es einfacher, mich zu verstehen. Boah, war das geil. Das ist ja geil. Ist das die Mitte? Alle Straßen führen hier hin. Deshalb konnten sie nicht weg. Boah, ich hätte nichts gehabt gegen so eine Wand bei mir zu Hause. Irgendwie nachladen? Okay. Da kommen wir nicht drauf. Sie sind hier. Zu lange. So viele. Und sie wissen. Sie wissen, dass wir fühlen. Okay. Scheiße, Alter, ich komme jedes Mal da drauf. Sorry, Leute. Jedes Mal, jeder. Sie sind nicht rot. Wo? Dein? Hat er jemals aufgehört? Heilige Scheiße. Bin ich hier überhaupt richtig? Ah ja. Stößt du das auch, Mädchen? Keine Angst, ich bin ganz nah. Alter. Ich wurde von Händen verschlungen. Nicht bleiben. Ich helfe. Störe sie nicht, Artchen. Bleibe in meiner Nähe. Okay, ich folge dir. Sie sind schon so lange hier. Es sind viele, aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg. Und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Die sind genug zum, können sich alleine unterhalten hier.
Das sind sicherlich aber auch Hunderte. Die brauchen uns nicht. Oh je. Ich bin hier gerade in der Suppenkessel. Okay, ich nehme an, die sind alle friedlich. Okay. Waren wir da? Kommen wir von daher? Von da kommen wir doch, oder? Nee. Ist ein neuer Weg. Okay. Okay, sie wollen nur spielen. Die wollen nichts von uns. Sagt mal. Es könnte mit mal etwas leichter sein als die letzten paar Wege. Die Mutanten waren scheiße. Die Aliens waren scheiße. Die Menschen waren scheiße. Die Mutanten waren scheiße. Geister sind angenehm. Artyom, da sind böse Leute. Viele. Sehr rot. Bitte anzeigen. Wo sind da böse Leute? Klasse, ich mache Lärm und es wird abgespeichert. Wo sollen da... Okay, unsere ist zwar nicht beschädigt, aber wir haben einfach mal gewechselt. Echt nice, die Vögel. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass sie uns eigentlich die ganzen Leichen zeigen. Hat er die gemeint mit böse Leute? Naja, dann rauben wir mal die böse Leute aus. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal, es ist Artyom. Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genosse Kurbu bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Oh Mann, ey. Ey, das ist ja knifflig hier. Nächster. Ich helfe dir zu sehen. Heilige Scheiße!
ohne Schild. Hier eine Granate für dich! Heilige Scheiße! Du hattest eine... Muss nachladen! Ja? Wo bist du? Zeig dich, du Aber du musstest fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal soll ich dich ein bescheuertes Tier noch benutzen. Oh Mann, ey. Komm da raus. Was hast du gedacht, Korpus hätte dich völlig vergessen? Nicht solange du lebst. Und ich auch nicht. Na los, zeigt euch, ihr Scheißkerle. Du wolltest es nicht so wie wir. Du wolltest dich uns nicht anschließen. Also willst du hier einfach ins Gras beißen müssen. Hat der Kerl mich überhaupt gefragt, ob ich mitmachen möchte. Also Artyom, das wird jetzt langsam langweilig. Soldaten, erledigt sie! Angriff, lasst uns unsere Kameraden! Halte ihn unter Beschuss! Ha. Was sagt uns der eine halbe Minute, dreiviertel Minute? Die Verluste häufen sich! Ah. Du hast beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Schon, Ranger! Töte und verstümmeln, wie du es immer machst! Oder bist du ein Angsthase? Heilige! Bist du ein Angsthase? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Ja, es ist etwas anders. Aber es bleibt sicher wenn gleich. Töten ist töten. Verdammt! Du bist ein hartnäckiger Hurensohn! Also, bist du hergekommen, um es zu Ende zu bringen, oder was? Komm schon her! Komm schon, Artyom! Komm hier hin! Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann noch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge! Ich brauch Leben! Wo war der Kerl mit Leben? Irgendeiner von euch verrückten Kerlchen hat doch Leben, oder? Ah, oh, sehr gut. Noch mehr, okay. Okay. So, Big Mama coming in the house. Ja, Artyom, du bist gut. Gut, komm schon und bring es zu Ende. Ach, ist nicht wichtig.
Aber schön, dass wir mal diesen Scheißkerl da jagen können. Ach, ein Messer? Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Okay, bist du bewaffnet? Nein. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Ah, Gedanken wieder. Sehr schön. Der Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Okay, wir dürfen wieder entscheiden wahrscheinlich. Artyom! Was ist los mit dir, ha? Artyom! Entscheide! Du gehst, du hilfst. Entscheide! Wir können nicht lange bleiben. Komm her. Okay, wir haben einen gerettet, wir haben einen getötet. Er hat Trauer gehabt, das heißt, den müssten wir retten. Okay, Junge. Er wird leben. Das ist also Vergebung. Vielen Dank. Das werde ich mir merken. Das freut mich, Kleiner. Ja, wir vergeben dir, mein Junge. Ich hoffe, du wirst uns gut in Gedenken... Ja. Weißt schon. Der Verräter ist auf jeden Fall tot. Unser Freund hier lebt. Wegen der Trauer habe ich ihn ziehen lassen. Ich finde, das ist ein Grund. Er wollte es wahrscheinlich nicht einmal so wirklich. Okay. Nein. Jetzt hat... Ach, es geht wahrscheinlich da, wo der Kleine war, oder? Da geht es wahrscheinlich weiter. Genau. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Und ich hoffe, er merkt, dass wir ihn das Leben gerettet haben. Ich hoffe, das merkt er sich. Ah, schon wieder so... Boah. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Warum springst du runter? Was verstehst du nicht unter Warten? Ich muss sehen. Ach so, du lässt mich alleine. Alles klar. Oh ne. Jetzt kommt auch wieder das Wasserviech, oder? Ah, sehr gut.
Alter, solche Scheißviecher, ey. Alter. Daumen auf. Okay, er ist tot. Okay, wo ist es? Da ist es. Geh weg von mir. Nein! Okay, 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 okay. Was habt ihr diesmal? Okay. Okay. Alter, ich hasse diese Psycho-Scheiße hier. Ist doch sicherlich dieses riesengroße Wasserviech, oder? Hier irgendwo ist das scheiß Wasserviech. Big Mama ist in the house. Scheiße, Mann. Alter, nee, oder? Der ist Riesenviech?
Oh, das habe ich schon vermisst. Ich habe schon mal einen Eintrag vermisst. Nicht eingesammelt. Oh, 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 oh. Da haben wir ja einige verpasst, meine lieben Freunde. Wir sind da in letzter Zeit etwas nachlässig geworden. Roter Platz. Oh, hier ist der Kampf. Das hier ist so groß, ey. Ich weiß jetzt schon. Den ersten Fuß, wenn ich den da reinsetze, dann geht's los. Mal schauen, ob wir es aushalten. Okay. Stirb endlich, du scheiß Viech! Warum muss ich dahin, wo der scheiß Viech... Friedlich. Wir kämpfen alle für die gleiche Sache. Jetzt weiß ich nicht, haben jetzt die Kleinen ihn verteidigt? Indem sie sich hinten drauf gelehnt haben oder haben sie angegriffen? Thank you.
aber weg hier. Jetzt haben sie, jetzt brauchen sie was Neues zum Spielen. Ja, ich komm. Gott sei Dank bist du deinen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es, so ist es. Ein Kind von der Oberfläche, ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Kann ich... Oberst Miller. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Jetzt wird er auch noch verrückt. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Eine Waffe, eine Waffe. Wir sind drinnen. Und schlafen. Oh. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Wacht auf, Jungs! Ach, Menno. Okay, wieder eine Entscheidung, wo wir fällen müssen. Der Kleine? Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Das wird ja jetzt eine Entscheidung von mir dann wahrscheinlich. Lass ich Sie sterben oder nicht? Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Im ersten Teil hat mir das gehabt, entweder wir lassen sie am Leben oder wir zünden die Bombe. Nun, ich habe mich damals für den friedlichen Weg gewählt, laut Metro aber nicht. Ich habe die Bombe gezündet. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder die Schwarzen aufzuwecken oder zu töten wahrscheinlich wieder. Oder halt verschlossen zu halten. Das Problem ist, wenn wir sie aufwecken, ist wahrscheinlich wieder ein großer Krieg. Könnte aber auch wieder das Leben bedeuten für die Schwarzen, dass die unsere Zukunft sind.
Wie gesagt, die können oberhalb leben. Das ist ihr Vorteil. Und sie sind anscheinend stärker als die anderen Kreaturen. Wie gesagt, oder wir töten sie und dann geht's halt wieder so weiter. Aber irgendwann wird die Menschheit sterben, weil wir dann irgendwann keine Lebensmittel mehr haben. Die einzigen Lebensmittelvorräte, die uns helfen, ist in D6. Und D6 ist auch nicht unendlich viel. Und das werden wir schauen in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao.